Hallo und herzlich willkommen im Sportsfunk auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur weiteren Runde NHL 22, zu der DEL-Season mit den Nürnberger Ice Tigers. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Penaltysieg zu Hause gegen Straubing versuchen wir heute gegen Bittingheim auch wieder Punkte gut zu machen. Mal schauen wir mal, ob mir das gelingen wird. Vorteile habe ich zwar auf meiner Seite, aber es wisst ja, das heißt immer mal gar nix. Bittingheim hat leider zu Hause überhaupt keine Vorteile. Und dann legen wir los. Strategie ist bis auf hoher Druck gleich geblieben. Ich habe gerade den auf hohen Druck gesetzt. Mal schauen wir mal, wie da die Mannschaft dann reagiert. Die Strategie werden wir dann beibehalten für die nächsten Spiele. Es spielt der erste gegen den 15., falls das ich nicht erwähnt habe. Und 85 Punkte haben wir auf der Tabelle gegenüber 71, was Berlin hat. So, Dan Fox am Bulli, verliert das Bulli. Stor. Brachte uns im Penalty-Schießen den Sieg. Und hier Patrick Reimer schießt das 1:0 in dieser Begegnung. Und Dan Fox schießt das zweite Tor. Ach, zu früh, zu früh. Ja, schön, schön. Oliver. Ja, schafft es leider nicht. 12:03 nur auf der Uhr zum Spielen. Oh, Georgi wird gefault. Meiner Meinung nach, aber ja, schießt am Tor vorbei. Oliver. Diesmal trifft er. 3:0. Manche Fotos sind wirklich faszinierend von den Spielern. Ich tue mir mal, ich habe mir viel, sie geben einfach nur irgendein Foto ab. Hauptsache ein Bild leicht auf. Oder wenn es keins haben, dann irgendwo ein Schnappschuss.
Nach dem Motto, wenn du uns was gibst, holen wir uns einfach was von dir. Ich weiß schon, normalerweise nehme ich ihn mit, wenn ich irgendwas ändert, aber mit der Strategie, glaube ich, das kann es mir ja verzeihen, dass ich da nicht mitgenommen habe. So, erstes Drittel ist um. Zweites Drittel folgt zugleich. Den Fox. Jawohl! Und das zweite Tor am heutigen Abend von unserem Danny Boy. Jetzt aus dem Bauchgefühl, wie mich wer fragen würde, welcher Trikot würde ich mir gern von Nürnberg kaufen? Vom Dan Fox und vom Store. Das sind so die zwei. Keine Ahnung. Wo jetzt aus dem Bauch raus so sag, jetzt mal zwei auf den Tisch legst und sag's, entweder oder, ich würde nicht wissen, für wen das ich mich entscheiden darf. Natürlich würde ich auch von jedem anderen Nürnberger Spieler das Trikot kaufen. Aber man hat halt so seine Favoriten, oder? Im Spiel. Wenn ich zu den Spielen nach München gefahren bin, habe ich jahrelang die Nummer 13 gehabt. Von Michi Wolf. Andersrum war es sogar von Mannheim, würde ich es von David Wolf kaufen. Weil ein David Wolf für einen absoluten Ausnahmeathleten heute halt im Eishockey. Mit einem absoluten Kämpferherz. Super, Lobach. Super, super, super. Ich bin gerade bei New Link gewesen, welches Thema das ich als nächstes mit dem zuschneide. Dabei schieße ich dann gleich schon ein Tor.
Eishockey ist eine gewaltige Sache. Egal, glaube ich, für welche Mannschaft das man ist. Wo ich nur die Zeit gehabt habe, wirklich zu den Spielen fahren. Also man trifft auf so viele Menschen. Also das ist genauso wie als Fahrlehrer. Also mein Job als Fahrlehrer, ich triff auf so viele Facetten von Menschen, genauso wie ich auf Facetten von Fans getroffen bin. Gewaltig. Und das Geile ist, das Geile in meinem ganzen Leben ist eigentlich, die Leute, die es mit keiner lernen, zu 90% finden wir die geil. Warum? Keine Ahnung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, also wirklich, ich glaube 10%, die wo sagen, den HP-Krimi nicht klar, egal woher das kommt. Sei es jetzt mein Auto, was ich habe, oder ich habe schon eine direkte Auto, also ich sag lang nichts, aber wenn mir etwas nicht passt, dann schaue ich mir dieser Zeit nur und dann gibt es halt Konsequenzen draus. Ob das manche winkt ist, manche winkt es nicht. 5:0, ein Drittel haben wir noch. Lassen wir einmal das Bulli. Respekt und Ehre, das ist das, was im Leben zählt. Man muss aber andere Leute, müsst ihr aber so denken, es müsst ihr aber andere Leute für dies respektieren, was einer Überzeugung ist. Mein Großvater pflegt ja aber zu sagen, bevor dieser, dass er diese fangen wir nochmal neu an. Mein Großvater pflegte zu sagen, bevor dass er diese lausige Welt verlassen hat. Wenn man eine Meinung im Leben hat, muss man hinter dieser Meinung stehen. Und wenn man Prinzipien hat, muss man auch diese Prinzipien verteidigen. Weil der Rest von uns, der schwimmt ja nur in der Masse mit. Egal, der Gruppenzwang, das ist ja das. Ich habe mir nie den Gruppenzwang untergeben. München, Augsburg, absolute Feindschaft. Genauso wie Straubing. Aber ich bin aber derjenige gewesen, der was auch mit den Straubinger Fans, genauso wie mit den Augsburger Fans geredet hat. Warum? Weil es Fans sind, weil es einfach nur Menschen sind. Ich weiß schon, Red Bull ist in der ganzen Sportszene nicht so ungesehen. Aber ich gebe jetzt gerade mal so, bevor das da ein Hate kommt, welche Sportarten gab es nicht, wenn der die nicht gesponsert hätte. Und die, was heute absolut populär waren. Oder sind. Ich sag gerade die X-Fighters. So, deswegen sage ich ja, Respekt kommt immer wieder ab von respektieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Enker Leben respektieren darf, warum soll ich dann mein nichts respektieren? Versteht es? Das habe ich im Kampfsport gelernt. Jetzt bin ich 42, ich habe mit 18 habe ich das Boxen angefangen. Habe zwischendrin einmal MMA gemacht. Taekwondo habe ich mal ein bisschen probiert, wo ich das meine. Ich war ja schon auf Vollkontakt aus UFC und aber das, was ich halt wollen habe, ist Tradition.
und ein weiteres Tor vom Friedrich. Wir haben jetzt den 9.1. Wir haben Jahresanfang. Man kann viel neu überdenken. Vielleicht habe ich heute so einen moralischen Tag, weil ich denke, so aus dem Nähkästchen plaudert. Aber es ist neu, ja, ich glaube, es ist die Zeit für Veränderungen. Die Menschen reiben sich gegenseitig auf. Sie sind gespalten. Zwischen Befürworter und Gegner. Das ist, was ich meine. Ich will das gar nicht da so hart reden. Bei mir in der Familie ist ein tiefer Riss. Das kann sich gar nicht vorstellen. Welcher tiefer Riss, das zwischen mir und meiner Mom herrscht. Wegen den ganzen Klimborio, was die ganzen Politiker in Deutschland und in Österreich aufführen. Und ein weiteres Tor von Blake, unserem Topstalker. Tut mir leid, ich bin halt moralisch. Ich bin halt einfach moralisch. Wahrscheinlich auch, weil ja gestern, also ich nehme ja im Dezember auf. Es geht Ende des Jahres zu. Ich sehe jetzt das Anfang des Jahres. Deswegen habe ich das so, das Beispiel gebracht. Ich war gestern auf einer Beerdigung von einem Freund von mir. Der ist mit 61 Jahren plötzlich gestorben. Er hatte zwar Krebs, aber plötzlich unerwartet. Da denkt man schon über das Leben nach und was so im Moment abgeht. Gell? Sieg, meine lieben Sportsfreunde, Sieg in der regulären Zeit. Ich weiß, es ist ein bisschen vielleicht jetzt eine komische Unterhaltung gewesen, was ich habe. Aber mir geht halt jetzt halt ein paar Sachen durch den Kopf und ich möchte mich da irgendwie gern mitteilen in der Welt. Man muss seine Spuren da hinterlassen, wo noch keine Spuren sind. Vielleicht auch die Menschen. Man muss nicht die Menschheit ändern, man muss den Mikrokosmos ändern. Ist meine Meinung. Und deswegen sage ich euch in letzter Zeit Respekt, kämpfen und respektieren. Deswegen haben jetzt meine anderen Projekte bis aufs Eishockey-Projekt immer diesen Spruch. So, wir haben zwei Tore mit dem Dan Fox. Wir haben ein Tor und zwei Assist mit dem Blake. Und wir haben ein Tor, zwei Assist mit dem Oliver. Also haben wir drei Stars, wir haben vier Tore, wir haben vier Assist. Wir bleiben Erster in der Liga, weil wir kriegen jetzt drei Punkte dazu, also haben wir 88 Punkte. Nächstes Spiel, 14. Jänner gegen die Kölner Haie. Unser Blake ist im Moment wieder Topstorer, die Nummer 23. Haben es tauscht jetzt zwar. So, da die Tabelle.
Sag uns, Nürnberg mit 88 Punkten auf Platz 1, gefolgt von Berlin mit 74 Punkten. Also wir haben einen guten Abstand. Wir haben einen guten Abstand, danke in Wolfsburg. Iserlohn, Mannheim, München, Straubing, die Fischtauners, Köln. Also spielt das nächste Mal der Erste gegen den Neunten. Danke in Augsburg, Ingolstadt, Düsseldorf, Schwenningen, Krefeld, Bittingheim auf dem letzten Platz. Derner geht es wirklich nicht gut. Die haben nur 6 Siege. Aber jetzt einen Sieg schenken, bringt einer von den Punkten her nichts. Und uns bringt es auch nichts, wenn wir einen Sieg verschenken. Die erste Liga ist hart. Irgendjemand muss immer der Letzte sein. Und selbst wenn gerade die ganze Tabelle mit einem Punkt Unterschied wäre. Es muss immer einen geben, der was Letzter ist, und es muss immer einen geben, der was Erster ist. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Aber genug philosophiert für diesen sportlichen Tag. Ich hoffe, mein ganzes Gequatsche hat eigentlich nicht gestört, weil ich nichts mitkommentiert habe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der DEL mit den Nürnberger Ice Tigers weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Und das ist das Allerwichtigste, was ich jetzt sage. Bitte bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.